Es geht zurück von Koh Samui nach Phuket. Und was sehen wir diesmal? Wieder tolle Vegetation, super schönes Hotel, was wir gefunden haben, verrückte Leute auf dem Truck, ja, und leider auch ein Unfall, der dann noch passiert ist. Aber erstmal fangen wir an mit dem, ja, mit einer kleinen Rückschau, nämlich einfach mal zu zeigen, wie war denn die alte Fähre, mit der wir gekommen sind. Das ist diese Raja Ferries. Ja, wie gesagt, von der Farbe zusammengehalten. Und jetzt haben wir eine richtig schöne Fähre gefunden. War übrigens auch ein Tipp von dem Florenz, mit Seatran zu fahren. Und die war doch einfach viel besser. Das siehst du auch schon hier. Ein deutlich moderneres Schiff und auch die Crew war ganz anders. Die haben die Ladung gesichert, das heißt, sie haben auch die Fahrzeuge mit Holzblöcken gesichert, unter den Rädern vorne und hinten. Sogar meinen Roller haben sie gesichert gegen Umfallen, falls vielleicht eine Welle kommt etc. Das war schon klasse. In dem Raum gab es einen Shop, du kannst auch was zu essen kaufen für die Frau. Du weißt ja, wenn eine Thai-Frau hungrig wird, schnell versorgen. Und es gab einen VIP-Bereich. Habe ich gedacht, gehst du mal rein? War nichts. Stand auch ein Schild for members only. Da siehst du es. Also sind wir im Hauptraum geblieben und haben uns angehört, wie die Chinesen, die hinten saßen, ordentlich Alarm gemacht haben. Zurück in Don Sac am Festland. So, jetzt geht's wieder Richtung Phuket. Schön war es auf Koh Samui. Diese Fähre ist an den Türen für die Passagiere gesichert. Die hat ein grünes Licht und ein rotes Licht. Wenn das rote Licht leuchtet, kannst du nicht runter zu den Fahrzeugen gehen. Dann sind sie nämlich zum Beispiel beim Anlegen. Und das war der Fall. Wir konnten gar nicht runtergehen, bis alles freigeschaltet war. Also tolle Sicherheit. Hier siehst du die Holzblöcke nochmal zur Sicherung. Also ich muss sagen, Hut ab. Das ist wirklich eine tolle Fähre. Wenn die 2 Euro mehr kostet für 2 Personen, ja, ich würde es immer wieder tun, um ehrlich zu sein. Jetzt geht es aber erstmal an Land bei Don Sac. Und da kannst du schon sehen, auch die Pier, alles mega gepflegt, alles super schön. Ja, da vorne siehst du so pinkfarbene Delfine. Also sie haben sich richtig Mühe gegeben. Das ist schon ein toller Anleger, das muss man sagen. Das ist eine andere Hausnummer als das, was wir auf der Hinfahrt gehabt haben. Jetzt geht es erstmal durch Thailand. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, an den Seiten sind überall Wahlplakate zurzeit. Ja, wir haben Wahl am 14. Mai diesen Jahres. Und dazu werde ich wahrscheinlich da auch nochmal ein Video machen in ein paar Tagen. Wenn es dann in die ganz heiße Phase kommt, zeige ich euch mal, was die so machen hier. Jetzt fahren wir erstmal tanken und hier wird ja betankt. Hier tankt man nicht selber, da kommt die Staff schon, weil ich komme, kommen sie und ja, sorgen sich dann um mein Motorrad. Ganz anständig, siehst du, da sie tankt das und dann geht's weiter. In Thailand ist ja alles anders. Guck mal hier, hinten drauf, die Leute ist völlig normal. Die Kids hier auch. Yebiday, gib alles. Ja, welcome to Thailand. Ist einfach cool hier. Die Leute sind viel, viel entspannter und sehen diese Gefahren nicht, wie wir sie alle sehen. Jetzt gibt es aber erstmal schöne Vegetation, also eine schöne Strecke. Ich lasse euch jetzt mal alleine mit ein bisschen Musik, weil die Strecke mega schön ist. Ja, ich hatte noch einen Motorradfahrer hinter mir, der hätte mich gerne überholt, aber er hat sich dann auch nicht getraut. Und mir ging es aus, ich bin nicht allzu schnell gefahren, weil ich die Strecke nicht kannte. Aber es war super, super schön und schöne Kurven da drin, also richtig, richtig toll. Hier eine kleine Lichtung und ja, dann geht's wieder rein in den Wald. Da hören wir dann aber auf, da zeige ich euch dann mal was anderes.
Auf dem Weg zu unserem Hotel sind wir von einigen Motorradfahrern überholt worden. Auch hier wieder mal mit Grab hinten drauf. Kennst du vielleicht dieses, wie soll man sagen, es ist ein Lieferdienst hier in Thailand. Der fand mein Motorrad toll. Ich fand seins auch gut. Ja, und Grab liefert eigentlich alles und die sind nicht mehr wegzudenken aus Thailand. Hast du hinten vielleicht diese grüne Box drauf gesehen? Kannst du das Essen bestellen und. Die liefern alles nach Hause. Das ist auf dem Weg zu unserem Hotel. Und das Hotel war einfach super. Es war so ziemlich in der Mitte des Landes und ich zeige euch gleich nochmal auf der Karte, wo das in etwa ist. Angekommen im Hotel, guckt ihr mal an, ganz hoher Raum, riesengroß, super schön, schöne Aussicht. 800 Thai-Baht für zwei Personen, das sind 22 Euro, pro Person 11 Euro die Nacht. Hallo, super schön. Ohne Frühstück brauchst du auch nicht. Also das war toll. Kaffee kannst du dir machen. Ist da gewesen. Am nächsten Morgen saßen wir auf dem Balkon, haben rausgeschaut, den Kaffee selbst aufgebrüht. Das war schon klasse. Ja, der Name steht unten drin. Wenn du das suchen möchtest, findest du im Internet. Hier siehst du, wo das Hotel liegt. An der 401, an der Straße 401. In Thailand haben die Straßen alle Namen. Und da wirst du es finden. Auch wenn du den Namen googelst, findest du es sofort. Ja, schön ruhig. Es war nicht viel los. Es war richtig, richtig schön. Hier siehst du nochmal ein Auto mit Wahlwerbung, dazu aber nochmal später mehr, ein eigener Film, wo du siehst, was die alles hier so machen. Das ist ganz anders als in Deutschland und spannend zu sehen, wie einfach manchmal Wahlkampf gehen kann und wie anders es einfach ist. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Phuket, auch wieder super schöne Vegetation. Guck dir das an über diese Brücke, wow, ich mag es sehr, sehr gerne sehen und ich fahre so gerne durch Thailand. Es ist ein Traum. Und hier muss ich jetzt mal meine Frau fragen, was das ist. Ja, da wird geheiratet, sagt sie. Und da sieht man es auch auf dem Schild. Und cool fand ich den Typen mit dem Truck dahinter in rosa. Da sind nämlich alles nur Bierfässer drauf. Guck mal hier. Ja, cooler Bräutigam. Ich glaube, der hat genug Kohle irgendwie. Hat da oben ein schönes Häuschen. Boah, schöne Lage, muss man sagen. Richtig, richtig toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das ist auch so eine Sache aus Thailand. Du siehst an den Tankstellen irgendwelche Sachen. Hier, Yor-Yak, den Riesen. Manchmal siehst du dort eine Herde von Elefanten aus Stein geformt. Ich habe meine Frau gefragt, wozu, sagt sie, ist einfach nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, super schön. Dann haben wir die Ambulanz gesehen, dann stand Polizei dort, hat die Straße ein bisschen verengt und da war uns schon klar, irgendwas ist hier passiert. Ja, es war leider ein heftiger Unfall. Und gleich siehst du es, er ist dagegen so einen Mast gefahren. Man muss sagen, es ist überhaupt kein Verkehr dort gewesen. Gar nichts. Also entweder ist ihm der Reifen geplatzt und man sieht hier sehr viele mit uralten Reifen fahren, teilweise ohne Profil, oder ist einfach eingeschlafen. Das passiert in Thailand leider mal. Und Unfälle sind hier sehr, sehr heftig. Sehr heftig. Wir haben leider sehr, sehr viele Verkehrstote hier, aber das ist ein anderes Thema. Das war übrigens in Phanga. Hier siehst du es auch. Wir sind immer noch in Phanga. Hier gibt es einen Tempel, der direkt vor dieser Felswand gebaut ist. Da siehst du den goldenen Buddha. Ja, sehr schön gelegen. Und wir sind auf dem Weg nach Phuket. Das ist jetzt nicht mehr allzu weit. Und dann fahren wir über die Brücke rüber. Die kommt gleich. Warte. Da sind wir auf dem Weg zur Brücke. Genau. So, wir fahren auf der Seite rauf auf die Insel. Wenn man runterfährt, ist es sogar noch schöner. Dann sieht man noch mehr von der Brücke. Und die Brücke gibt es gar nicht so lange. Also ich habe von Leuten gehört, dass sie noch hierher gekommen sind. Da war die Brücke noch nicht mal da. Da musste man mit der Fähre fahren. Ist schon eine tolle Erleichterung, wenn man so eine Brücke hat. Vielleicht mache ich dazu noch mal einen eigenen Film. Denn von der anderen Seite sieht das noch viel, viel schöner aus. Und bevor es langweilig wird, geben wir mal ein bisschen Gas. Come on. Ja, solche Schilder siehst du auch in Thailand ganz häufig. Siehst du, was es für Attraktionen in der Gegend gibt. Finde ich eine tolle Geschichte. Wenn man nicht so schnell fährt, kann man vielleicht auch was erkennen.
Hier kommt die Grenzstation auf Phuket. Ja, es ist kein anderes Land, aber es trennt sich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Zu Zeiten von Covid, von der Pandemie, standen dort viele Angestellte oder ja Polizisten und haben kontrolliert, ob du auch wirklich die ganzen Impfungen hattest etc., die vorgeschrieben waren, um nach Phuket raufzukommen. Da hat man sehr darauf geachtet, dass auf Phuket nicht so viel an Covid entsteht. Also jedenfalls hat man versucht. Heute ist dort nichts los, siehst du, wir können einfach so durchfahren. Aber manchmal wollen sie den Ausweis sehen, manchmal wollen sie auch einen Führerschein sehen und andere Dokumente. Da brennt es dann mal wieder, weil wir haben ja die Burning Season. Ob sich das jetzt von alleine entzündet hat oder ob man das Feld abgebrannt hat, das kann man nicht sehen, aber das ist der Fakt zurzeit. Von daher ist das Wetter auch immer so ein bisschen diesig gewesen die letzten Tage. Aber so langsam wird es besser. Und je weiter man in den Süden der Insel kommt, siehst du auch, ist das Wetter eigentlich ganz okay. Ah, mal wieder Bambushäuser. Wenn du meinen Film gesehen hast von der neuen Bambushütte, dann weißt du, dass die ja so auf diesen Trucks hinten geliefert werden. Zurück auf der Insel ist der Verkehr dann auch wieder ein bisschen zügiger unterwegs. Ja, ist halt so, Phuket ist ein bisschen schneller unterwegs. Wir haben im Übrigen diese Woche die Bike Week in Patong und darüber werde ich auch den nächsten Film machen. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. See Phuket von Matthias. Ciao, ciao, bis demnächst auf meinem Kanal.